So, hallo, wir machen weiter bei Tears of the Kingdom. Wir sind aktuell zwar nicht auf Story-Mission unterwegs, aber wir haben letztes Mal den kompletten himmlischen Irrgarten gemacht, sind dadurch wieder nach unten gekommen und haben jetzt hier unten ein Gamma-Konstrukt erledigt und dadurch den letzten Schalter hier freigeschaltet, was auch immer der jetzt auslösen wird. Ich bin sehr gespannt. Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Es ist nichts geschnitten, es ist blind. Und ja, jetzt gucken wir mal, was das Ding jetzt auslöst. Du, der du das Labyrinth der Tiefe durchschritten hast. Durch dein körperliches und geistiges Geschick vermochtest du den Herausforderungen dieses Ortes zu trotzen. In Anerkennung deiner Leistung übergebe ich Herrscher der Eulen dir nun deinen wohlverdienten Lohn. Herrscher der Eulen. Beseelt von einem bösen Geist anderer Dimension und uralter Zeit soll dieses Stück von nun an dir zum Schutze dienen. Ist es Kleidung? Ist es Kleidung? Kleidung ist ja immer gut. Also Kleidung ist ja immer großartig. Weil wenn es jetzt nur eine Waffe wäre, die wieder kaputt geht, dann wäre das irgendwie nicht so sinnvoll. Kleidung wäre super. Na, oh mein Gott, ja. Okay, das ist cool. Kleidung ist immer großartig. Und das ist dann sicherlich auch noch Kleidung, die man richtig stark machen kann. Unheilsreiterstiefel. Diese Stiefel sind angeblich von einem bösen Geist aus einer anderen Dimension beseelt. Seltene Stücke, die nicht einfach zu erlangen sind. Ja, sehr geil. Ist jetzt natürlich gegen das Kälteding, ne? Also im Moment hatte ich jetzt kein Kälteding mehr, aber das brauche ich auch aktuell nicht. Dann habe ich aktuell alles richtig ausgerüstet, ne? Wir können auch das hier nehmen, das ist stärker. Jetzt bin ich am stärksten aktuell ausgerüstet. Sehr cool. Nice. Kleidung als Belohnung immer super. Fühle ich sehr. Okay. Jetzt ist die spannende Frage. Hier geht's weiter, ne? Weil jetzt ist hier das Tor alles aufgegangen. Hier käme ich jetzt nach draußen. Gamma-Krieger Breitschwert 43. Ihr wollt mich doch komplett foppen. Komm, dann kommt das Alpha-Krieger Breitschwert halt weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Okay. Sick. So, was ist in der Richtung? Finsternis. Was? Ach so. Oh, ja, okay. So eine Energiesphäre. Auch nett. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob in die andere Richtung noch irgendwas anderes ist, bevor wir hier raussteppen. Weil jetzt geht's ja einfach in jede Richtung wieder raus. Hier ist nichts weiter. Nein, ich wollte den blauen Bockblin mitnehmen, wenn ich ihn schon gerade sehe. Sehr gut. Ja, aber hier draußen ist dann sozusagen, da ist dann wirklich der richtige Untergrund. Der richtige Untergrund, wie man ihn kennt. Aber hier ist noch mehr Stuff. Es hört nicht auf. Oh, Junge! Ich krieg hier viel zu krasse Waffen.
Ja, ich krieg hier gerade viel zu krasse Waffen. Die kann ich doch, also die mache ich doch jetzt an irgendwelchen einfachen Gegnern dann kaputt und das, oh mein Gott. Ey, die muss ich aufheben. Für so richtig krasse Kämpfe. Das ist ja insane. Da sind ganz viele Seelen. Okay, hier auch. Oh, jetzt krieg ich noch eine krasse Waffe, oder was? Ja, okay. Den kann ich ja jetzt ersetzen durch den starken Konstruktbogen. Der ist ja eh schon fast kaputt. So. Die nehmen wir natürlich alle mit. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, komme ich da gut ran oder sind die auf irgendeinem Feld, wo ich nicht gut rankomme? Also kann ich hier gefahrlos raussteppen? Oder werde ich gleich weggejietet? Oh, das ist wieder, okay, das ist wieder so ein Ding, wo mir sozusagen ein Schwert gibt ohne, oh shit. Wo mir eine Waffe gibt ohne Miasma-Dings. Was auch cool ist. Ja, okay. Ich glaube, wir müssen uns mal kurz mit den Kollegen hier anlegen. Oh, das ist ein Eis-Exalfos. Gegen Eis-Exalfos habe ich was. Nice. Ja, komm. Scheiß drauf. Speichere aber kurz vorher. Das ist aber jetzt, was ich meine. Wenn ich jetzt meine starken Waffen hier einsetze, das ist halt irgendwie... Die gehen halt kaputt und dann habe ich sie nicht mehr. Das ist halt dann super ärgerlich, ne? Schwarzer Bockblind war das zum Beispiel jetzt, ne? Also... Ich habe hier noch nie einen schwarzen Bockblind besiegt und jetzt ist der einfach so einfach draufgegangen. Das ist halt insane. Nein, ich will... Oh mein Gott, ich will das da. So. Jetzt will ich erstmal wieder sortieren. So. Nein. Dumme Fledermaus. Dumme Fledermaus. Okay, danke, Tulin. Korrekt. Ah, die Dinger, wenn ich kaputt mache, machen hier wieder dunkel, oder was? Was ist das denn für eine Aktion? Das ist ja frech. Also die klauen einfach dann das Licht, oder wie? Nee. Ah, dann habe ich vielleicht irgendwie versehentlich das Licht kaputt gemacht. Das kann auch sein, keine Ahnung. Felsbrockenhammer. Können wir gleich nehmen, wenn der hier kaputt ist. Ich bin so ein... Warum bin ich denn dumm? What the f... Was war das jetzt für eine Aktion? Bitte fragt einfach nicht. So. Haben wir alles gejietet hier? Gejietet. Genommen.
Was ist das? Ah, das ist ein Schleim einfach, ne? Das ist einfach ein Schleim, ja. Ja, okay. Ich sehe jetzt hier in der Nähe kein Dings, also gehen wir jetzt erstmal wieder rein. Wir haben ja auch noch eine Richtung, die wir noch machen müssen. Wir haben ja auch noch eine Richtung, die wir noch machen müssen. Und ich will jetzt eigentlich die Waffe mit da jetzt nicht holen, weil das ist auch wieder so, ich kriege jetzt die Waffe und dann ist sie wieder weg. Fühle ich jetzt nicht so. Wir gehen jetzt erstmal wieder hier rein. Wir haben uns schön ausgetobt. Und gehen noch auf die andere Seite. Da waren wir nämlich auch noch nicht. Da sind auch noch mal solche Dinger. Und hier auch noch mal richtig viele. Nice. Oh, und hier ist noch mal, aber da komme ich einfach durch. So, warum? Okay. Jo, alles Gamma-Kram. Lanze und Krieger und... Ja, dann hier, zack, let's go. Mein Gott, ey. Das ist... Es ist so nervig, dass man Waffen nicht... Also... Na, das ist... Aber gut. Ich brauche halt mehr Waffenplätze. Ich brauche ganz dringend unseren Kollegen. So. Aber auf irgendeiner Seite muss doch theoretisch trotzdem unser Schrein sein. Der von oben sonst kommt. Oder ist nicht jeder Schrein? Es kann natürlich sein, dass nicht jeder Schrein hier unten sich wiederfindet. Das wäre natürlich auch denkbar. Okay, in die Richtung ist alles safe. Und die Richtung ist auch alles safe. Gut. Dann gönnen wir uns mal ein paar Kollegen hier. Was ist jetzt passiert? Bruder. Sieh zu, dass du dich wegmachst, Kollege. Holy moly. Ah, das sind jetzt so Eisdinger. Ja, gut, die interessieren mich jetzt aber tatsächlich recht wenig. Das sind noch mehr Seelen. Da ist nochmal so eine Waffe auf dem Stein. Und da wäre sogar. Ah, Mann, geht mir nicht auf die Nerven. Geh mal noch zur anderen Seite raus. Aber ich glaube, wir haben jetzt alle Seiten gesehen. Sag mal, folgt der mir? Nee, okay. So, was ist auf der Seite? Okay. Auch nicht so viel krasseres Zeug. Okay, jetzt kann ich aber auch dann so rumgehen, um auf die nächste Seite zu kommen. Weil das ist dann jetzt auch nicht so dramatisch. Ja, da sind jetzt die, die ich schon mal gesehen hatte. Okay, aber dann scheint es mir hier jetzt außenrum nichts brutal Wichtiges im Moment zu geben. Wir sind auch nicht in der Nähe von irgendeiner Karte, die mir irgendwo markiert wurde. Na, das ist alles hier ganz woanders. Dann begeben wir uns erstmal wieder raus aus der Geschichte. Puh! Und wenn ich hier nach unten will und hier unten weitermachen will, kann ich ja erstmal über den Schrein dorthin mich teleportieren. Na, das ist ja nicht das Problem. Okay. Krass. Aber damit haben wir dann tatsächlich jetzt alles gesehen, was es da zu sehen gibt. Okay.
Das war eine Aktion. Das war eine Aktion. Hat jetzt storytechnisch nichts weiter gebracht, aber dieses Labyrinth insgesamt mal zu erkunden, war schon cool. Und das Kleidungsstück ist natürlich auch echt wichtig. So. Dann. Ha. Ich könnte jetzt hier natürlich... Mich wird halt reizen. Die haben gesagt, die hier waren. Ne? Die haben gesagt, die gehen Richtung Norden weiter in die Hebra-Berge. Die Frage wäre jetzt halt, finde ich die zufällig hier irgendwo wieder? Aber das ist halt, also die Hebra-Berge sind halt schon groß. Die könnten halt überall sein. Ah, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Und hier ist jetzt ja nichts, was mir dabei hilft, ne? Nee, das ist der Kram. Ja, das weiß ich auch noch nicht zurecht. Also doch, ich weiß schon. Doch, ich weiß es schon, aber es war halt, ja. Okay, aber wir porten uns jetzt erstmal wieder Richtung Orni. Das auf jeden Fall. Beziehungsweise... Sollen wir von hier aus einfach mal Richtung Norden steppen und gucken, ob wir die Typen wieder finden? Es wäre halt schon... es wäre mir schon fast zu viel Zufall, wenn ich die wieder so finde, auf die Art und Weise. Wo könnte hier eine Höhle sein? Das fühlt sich dann halt so nach... Ich laufe da rum und es ist aber vielleicht nicht so sinnvoll. Das fühlt sich nicht richtig an. Ich port mich mal hier hin. Vielleicht finden wir ja irgendwas Cooles dabei, während ich mich umgucke. Kann ja sein. Ne? Vielleicht finden wir ja irgendwas Brauchbares. Es soll halt nur nicht umsonst sein. Wenn es umsonst ist, ist es immer ärgerlich. Oh, ich muss dringend Kleidung wechseln. Ja, weil hier ist dir kalt, Link, das weiß ich. Dann muss ich jetzt trotzdem meine guten Stiefel wieder hergeben. Hä? Okay, ich hab Fragen. Es war doch sonst, haben doch diese Stiefel gereicht für das Gebiet. Was ist denn jetzt anders? Ist es jetzt kälter geworden, nachdem ich das geschafft habe? Dann kann ich nur, solange ich dieses Ding habe, mich da jetzt vernünftig aufhalten, oder was? Ah, weiß ich jetzt nicht. Okay, wir wollen in die Richtung gucken, ne? Ja, so, okay, doch in die Richtung. Dann gucken wir halt mal. What the fuck ist passiert? Ach ja. Oh mein Gott. Tulin, du bist so ein starker Kerl. Ey, es ist großartig. Also, was Tulin leistet, ist echt cool. Okay, da ist er. Was ist das? Das Material. Oh! Du hast eine Quest für mich.
Pilze sammeln Oh. und Frostlinge. Habe ich Frostlinge? Eiskaltes Wasser. Okay, Frostlinge. Habe ich 10? Yay. Okay. Eiskaltes Wasser. Ich wollte ja eigentlich eine andere Höhle erkunden. Sollen wir jetzt in die Höhle reingehen? Aber ich will jetzt halt, also wenn das jetzt eine Höhle ist, in der viele Monster sind. Also, ich teste mal kurz was. Ist es jetzt hier kalt, wenn ich die Waffe wechsle? Ja, scheiße. Das ist jetzt schlecht. Und das Wasser hier soll jetzt so kalt sein, dass man da wahrscheinlich nicht vernünftig durchkommt. Also müsste ich da. Okay, ich könnte aber rüber. Also. Ja, komm, wir probieren mal was. Tulin? Tulin? Ah, hier. So, let's go. Sehr gut. Das war fast nicht so gut. Aber ging noch mal gut. Okay, ich bin kurz irritiert. Ich dachte, die Höhle wird größer, aber die Höhle hört ja hier auf, ne? Ist das überhaupt jetzt eine Höhle, wo... Ist das Höhle? Nee, welche Höhle ist denn das? Höhle Hebra Südspitze? Nee, welche ist denn das? Die ist gar nicht eingezeichnet, oder was? Bin ich doof? Oder ist die ist abgehakt, weil es hier einfach nichts gibt, oder wie? Also nichts, nicht das, was ich gesucht habe. Na, dieses. Ach so, ich muss jetzt. Ich will jetzt beeilen. So, und jetzt schnell wieder. Ja. Ich wechsle ja schon zurück. Ist ja gut. So. Den Kollegen gönne ich mir noch. Ja, aber dann ist hier gar kein Signum-Viech. Auch in Ordnung. So, dann Tulin. Where are you? Dann bring mich mal wieder zurück. Sehr schön. Dann macht sich das doch gleich bezahlt, dass wir den Kollegen dabei haben. Ach. Warum ist der denn standardmäßig auf Abbrechen, wenn ich eh auf Speichern drücke? So. Was ist denn das wieder für ein Gedanke gewesen? Okay. Das war ein kurzer Ausflug in eine kurze Höhle. Nee, das ist Höhle an der Kaliber. Die ist nicht abgehakt. Die ist nicht abgehakt. Okay, Moment. Moment. Wo ist das Viech? Wo habe ich mich jetzt. Wo, welchen Weg habe ich übersehen? Oh. Ich habe da so eine Ahnung. Okay, pass mal auf. Hier hoch. Abflug. Guck mal hier, das sieht aus, als ob man da hoch könnte. Da kann man auch hoch. Let's go. Ja, hier ist noch Stuff. Ah, da bist du. Okay. Zack. Und jetzt ist die Höhle abgehakt.
Ah, man sieht die jetzt gar. Ach, hier ist die, wo ich rein. Ah, Höhlen der Kaliber, okay. Das war die. Alles klar. Sehr schön. Dann können wir jetzt auch so hier wieder zurückfliegen. So, wunderbar. Dann speichern wir nochmal. Und dann essen wir kurz was, weil mir das Geblinke auf die Nerven geht. Irgendwas, was keinen großen Effekt hat, einfach nur, dass es nicht mehr rumblinkt. Ja, komm. So. Okay. So, und jetzt fliegen wir weiter in diese Richtung. Hier will ich hin. Wo ist es? Hier, okay, gut. Dann passt es schon. Man sieht halt hier nichts, ne? Oh dang. Oh dang. Ja, aber es sieht soweit ganz gut aus. Ich sollte hochkommen. Ich guck nur kurz, ob ich da irgendwas sehe. Aber es sieht nicht so aus. Okay. Ja, aber hier kommen wir hoch. Das ist soweit ganz gut. Was zieht denn hier für ein Schatten gerade vorbei? Ach, der Mond wirft den Schatten. Oha. Auch cool. Sollte man den Rest auch laufen können. Okay. Oh, habe ich dich schon mal fotografiert? Bist du ein Schneefuchs oder sowas? Okay. Du bist ein Schneefuchs. Wildkehren gibt es hier ganz viele. Was habe ich jetzt? Ach so. Ich habe versehentlich Tulin ausgelöst. Wollte ich gar nicht. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Oh Gott, das bin ich erschrocken. Jesus, Maya. Tulin, bitte. Oh mein Gott. Hat es mich gerade gerissen. Ist da irgendwas oben drauf? Oder ist es einfach nur eine Platte, die halt einfach eine Platte ist? Ja, das ist einfach nur eine Platte, die eine Platte ist, ohne Bedeutung. Okay. Gut, wir gehen mal in die Richtung weiter. Das könnte jetzt allerdings gleich problematisch werden, weil ich an Eis nicht klettern kann. Ah, ich kann an der Seite hoch. Okay, nee, alles gut. Nein, das wollte ich nicht. Ja, hier an der Seite komme ich ganz gut hoch. Da, 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 da.
So. Okay. Soweit können wir jetzt mal einfach weiterlaufen, würde ich sagen. Ne? Wegtechnisch ist es noch dieser Norden, von dem ich gesprochen habe. Ja, okay. Wir laufen hier mal einfach ein bisschen weiter. Da oben ist dann der Weg zur Arche, die man jetzt sehr gut sieht sogar. Naja, ich meine, vielleicht haben wir ja Glück und finden tatsächlich die Höhlenleute. Und wenn die so an dem Weg sind, dann könnte es ja dieser Weg sein. Mal gucken. Ach ja. Weil ich die letzten Male gemeckert habe, von wegen, ich kann mein Schild nicht. Das kann man, wenn man das Schild hat und dann... Und dann geht's irgendwie. Ich weiß aber nicht mehr, wie. Moment. Nein. Ja, so kann ich Schild schlittern. Genau so. Genau so. Also ich weiß wieder, wie es geht. Oha, hier ist einfach so ein Sprungding. Okay. Brauche ich das jetzt für irgendwas hier? Wusste spontan nicht wofür. Aber good to know, dass es da ist, I guess. Das ist nicht so gut jetzt. Gut. Das Problem ist halt, ich kann jetzt nicht vernünftig kämpfen, weil ich müsste jetzt mein Feuerdings die ganze Zeit wechseln und dann ist kalt. Das ist nicht so geil. Gerade. Aber der hält nicht viel aus, den kann ich mit Pfeil und Bogen erledigen. Wow, okay, das war ein ordentlicher Angriff. Ja, komm, scheiß drauf. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Aber ich habe ihn erwischt, ne? Ja. Okay, aber soweit sieht es doch auch noch vor nach einem guten Weg aus. Ich bin gespannt, ob mein Plan aufgeht. Ich bin wirklich gespannt. Jetzt wird es sehr bläulich hier alles. Ich finde es auch krass, dass wir bisher noch nicht... Also, so die normalen Mittelgegner haben wir bisher noch nie so viele gefunden. Ne? So Hinoxe und Leunen und sowas. Aber ich will es gar nicht verschreien. Okay, hier ist jetzt ein sehr großes Feld. Das ist jetzt dieses... Ja, das ist jetzt dieses Kokupi-Schneefeld hier. Wo will ich jetzt weiter? Will ich mich auf dem Feld umgucken, ist die Frage. Ich sehe halt, also, ja, ich sehe leider weder hier noch sonst wo diese Typen. Dann bin ich da wahrscheinlich nicht ganz so korrekt unterwegs. Dann halten wir uns mal so ein bisschen seitlich. Also so ein Feld ist halt auch prädestiniert für irgendeinen Bosskampf. Ich will jetzt nicht unbedingt in den Boss reinrennen. Muss ich gestehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie oft wird mir das jetzt noch passieren? Oh mein Gott, ich schalte dich gleich ab, Tulin. Holy moly. Mein Herz.
das sind nur Schneefüchse. Nichts Spannendes. Und irgendwelche Vögel. Wobei, ist das noch ein Schneefuchs? Das ist ja schon Wolf, ne? Ah, guck mal. Wow! Also meine Tiernamenserkennung ist ja heute gar nicht mal so schlecht. Ich will dir nichts tun. Wenn du mir nichts tust, tue ich dir auch nichts. Okay, Tudi tut dir was. Luxuswild! Erstmal fotografieren. Okay, geht nicht. Yo! Okay, Luxuswild kann man mal behalten. Das ist ja meistens ganz relevant. Tulin, magst du dich drum kümmern? Weil ich tue es nicht. Okay, cool. Yo, Tulin ist einfach Maschine. Ist okay, ich schalte dich nicht ab. Ist in Ordnung. Okay, das so. Ha, aber wir haben ja auch noch nicht fotografiert. Zack, ab dafür. Sehr schön. So, aber die Forscher werde ich so nicht finden. Ich glaube, die Forscher werde ich so nicht finden. Ach, hier bin ich auf den Keks. Ah, hier sind überall welche. Wo bin ich denn jetzt in etwa? Ich bin gerade mal hier. Also das ist halt, ne? Und hier waren die irgendwo. Irgendwo hier waren die. Ah ne, hier waren die. Und dann sind die da so... Ja, eigentlich bin ich nicht... Ja, guck mal. Eigentlich bin ich gar nicht da, wo ich hin wollte. Hm. Ich bin von hier los. Ja, das ist nicht ganz der Weg, den ich gehen wollte, muss ich gestehen. Ja, das ist nicht ganz der Weg, den ich gehen wollte. Hm. Okay, wir gehen mal mehr in die Richtung. In die Richtung. Genau, in die Richtung will ich. Okay. Das sollte ich doch jetzt auch ganz gut an den Exalfoss vorbeikommen. Bruder! So komme ich nicht an den Exalfoss vorbei. Was kann ich denn mal schnell essen? Ah, ich muss mal Essen machen, das ist alles nicht so... Nicht so optimal hier. Komm, geh mir nicht auf die Nerven. Okay, er geht mir auf die Nerven. Aber ich kann halt jetzt nicht vernünftig kämpfen, weil ich dann meine Feuerwaffe ablegen muss. Mann! Bruder! Okay, Tulin. Sehr gut. Fühl dich, feier ich. So. Diese Schatteneffekte, ne, sind auch schon irgendwie cool. Dadurch hast du jetzt gesehen, dass da was runterfällt. Okay, was ist hier für eine Fahne? Hier ist irgendein Monsterlager oder sowas. Will ich da hoch? Ah, ne, ist gar nicht. Hier ist einfach nur so eine Fahne. Okay, cool. Ach, lol. Ach, lol. Wir sind beim Turm. Ja gut, da hätte ich mich auch hinporten können dann. Hä, wieso bin ich jetzt beim Turm gelandet? Ach, ich bin jetzt hier gelandet. Ja, okay.
Ja, okay, das ist dann offensichtlich nicht das, wo ich hin wollte. Aber hier, ne, hier haben wir, hier waren wir schon mal. Ja, hier waren wir schon mal. Das haben wir alles schon gemacht. Ja, und da haben wir dann das Ding hochgebaut. Okay, das ist jetzt alles nicht so produktiv gewesen. Pass auf, dann porte ich mich zum Turm und mache einen Rundflug. So, und richtungstechnisch wollten wir ja nach da. Vielleicht sehe ich ja irgendwo dann die Typen. Das wäre natürlich sehr cool. Aber Richtung passt, ne? Ja, Richtung passt. Oh, das Coole ist ja jetzt in der Luft. Lädt er sich auch immer wieder auf. Das heißt, man kann da immer wieder nochmal einen neuen Schub bekommen. Aber das ist gar nicht mal so verkehrt. Das ist sogar ziemlich. Aber wenn man mir überlegt, diesen ganzen Weg sind wir hochgegangen, ne? Das ist schon auch schon eine Strecke gewesen. War schon eine Strecke. Kann man nicht anders sagen. So. Wenn ich jetzt irgendwo diese Typen sehen würde, das wäre halt großartig. Aber wie soll man die sehen? Die hatten halt so ein Zelt auch, ne? Also die waren schon so ein bisschen mehr hat man von denen schon gesehen grundsätzlich, aber ah, ich weiß nicht. Okay, da ist auf jeden Fall ein Haus. Das wird jetzt kaum denen ihr Haus sein, weil die werden jetzt nicht einfach ein Haus gebaut haben, nur weil sie dahin wollten, um zu gucken. Aber wir können mal zu dem Haus fliegen. Verkehrt ist es auf keinen Fall, zu dem Haus zu fliegen. Wir fliegen mal zu dem Haus. Warum nicht? Ah, das ist wieder so ein Viech. Aber den lasse ich jetzt in Ruhe. Selmis Hütte. Okay. Hat sogar einen Ortnamen bekommen, dieses Ding. Na, dann gucken wir mal, ob Selmi da ist. Okay, Selmi wird gesucht. Selmi? Ja, oh, tut mir leid, ich habe dich mit jemandem verwechselt. Sag mal, kennst du Selmi? Sie war mal eine professionelle Schildschlitterin, die Königin der Hügel, so wurde sie genannt. Mein Kumpel und ich, wir sind ihre Schüler. Eines Tages hat sie gesagt, dass sie eine neue Strecke zum Schildschlettern erschließen wollte. Dann ist sie gegangen und ist heute nicht mehr zurückgekommen. Mittlerweile machen wir uns natürlich Sorgen. Also ist Finn zum Billon-Schneefeld im Westen aufgebrochen, um nach ihr zu suchen. Okay. Ja, okay, den muss ich den suchen. Okay.
Ah, da ist jetzt natürlich die Frage. Will ich das? Oh, das sind nicht. Das ist kein Feuer für mich. Na komm, wir schildschlittern mal darunter. Was soll's? Hey. Aber es scheint jetzt nicht so von Erfolg gekrönt zu sein. Allerdings kann ich hier schon ganz große Fläche abdecken, wo ich dann schon weiß, die sind da nicht. Tschüss. Stopp. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oha. Definitiv nicht da, wo ich hin wollte. Okay, das ist schlecht. Hier oben ist dieses Bilanchen-D-Feld. Okay. Ja, hier wollte ich nicht hin. Gut, dann bin ich ein bisschen vom Pfad abgekommen. Was haben wir hier? Nix. Das war komplett useless. Aber da ist eine Truhe drin. Das sehe ich von hier. Nice. Nehmen wir gerne mit. So. Dann versuchen wir jetzt mal zu dem Schneefeld nochmal hochzukraxeln. Vielleicht finden wir zumindest den einen Kollegen. Das wäre ja auch schon ein Erfolg. Wäre noch nicht der Erfolg, den ich jetzt mir erwünscht hätte für den Part. Aber hey. Man kann ja nicht alles haben. Muss nach Rauchzeichen Aussicht halten, ne? Das ist kein Rauchzeichen gewesen. Wo komme ich so zu? Komme ich jetzt zu dem Schneefeld oder bin ich lost? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Ist es dann da oben oder bin ich jetzt doof? Ach, ich hätte gar nicht so weit runterschlittern dürfen, ne? Warum ist da schon wieder so ein Ding? Warum ist da schon wieder so ein Ding jetzt? Nee. Das muss doch auch nicht sein. Das muss doch jetzt auch nicht sein.
Ist das auf dem Billon Schneefeld? Ja, das ist auf dem Billon Schneefeld, das Ding. Ja, nee. Nee, 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 nee. Das, nein. Das muss nicht sein. Aber jetzt komme ich hier auch nur den Weg wieder hoch, den ich runtergeschlittert bin. Also das ist jetzt auch nicht sinnvoll, was ich tue. Das ist gerade sehr... Bruder! Hallöchen. Aber ich mag diese... das, was jetzt gerade passiert ist, ne? So diese Interaktion, die einfach passiert mit der Welt selbst. Das ist schon irgendwie cool. Da kann man eigentlich nichts sagen. Das ist schon irgendwie cool. So, jetzt gucken wir uns nochmal hier so ein bisschen um. Das ist jetzt auch nochmal so ein bisschen nördlich gesehen. Am Ende stehen die einfach vor einer Höhle, die ich schon... Hallo Bär! Am Ende stehen die einfach vor einer Höhle, die ich schon besucht habe. Oh, das könnte sein. Oh no, das könnte sein. Oh no. Die könnten vor irgendeiner von der... Ja. Natürlich, die könnten vor irgendeiner von der... von diesen Höhlen stehen. Oh, das könnte viel zu gut sein. Das sagt ja keiner. Oh nee, das wäre voll dumm. Ach, geh mir nicht auf den Nerv. Ja, der gibt jetzt keine Ruhe, ne? So. Oha! Edelwild. Ja, aber das könnte halt wirklich sein, dass die einfach bei einer Höhle sind, wo ich schon war. Das wäre natürlich dumm, aber möglich. Okay. Oh. Oh. Zivilisation? Menschen? Oder doch nur Holz? Scheinbar doch nur Holz. Und das ist aber gleich, also das ist gleich unterhalb des Turmes hier, okay. Gut. Ja, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt mal zu den Höhlen, wo ich schon war. So ein bisschen. Was ist das denn hier jetzt? Der Flugplatz! Wo ist der? Ist das... Doch, das ist tatsächlich... Der war da. Ja, natürlich war der... Hä, aber war ich nicht gerade bei einem Turm? Ach ja, hier bei dem Turm. Das ist der Turm und nicht der. Okay, ja, ich bin dumm. Ich bin dumm. Lol. Oh, und hier ist... Das war nicht Link. Wir haben uns ja schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Der Älteste. Also der ehemalige Älteste. Tepa hat mir erzählt, wie du das Dorf der Orni vom Schneesturm befreit hast. Und außerdem hast du den jungen Tulin unter deine Fittiche genommen, wie ich gehört habe. Ich bin dir sehr dankbar für alles, was du uns getan hast, Link, von ganzem Herzen. Nun denn, du hast es dir schon denken können, da Theba jetzt Häuptling ist, doch ich bin zurückgetreten. Nun ist es meine Aufgabe, den Nachwuchs hier am Flugplatz zu fähigen, Kriegern auszubilden. Der übliche Übungsparcours wurde durch den Schneesturm zerstört, aber dank dir ist der Schneesturm vorbei. Ich wage also nun mit einer anderen Trainingsmethode einen Neubeginn. Es geht dabei darum, Ringe am Himmel zu durchfliegen. Mhm. Alles klar. Ja, let's go. Ja,
Hier ist dein Herausforderer. Ja, let's go. Ja. 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 Let's go. Ja. Sehr schön. Wir bekommen noch was anderes zu sehen. Ich bin sowas von ready. Davon muss ich 15 Ringe durchfliegen, oder was? Das ist alles. Das ist ja easy. Na. So. Achso, ich soll noch weitermachen. Okay, dann machen wir noch weiter. 16. Jo. Läuft. Easy. Oh, dieses Mal hast du 16 Ringe geschafft. Du hast es geschafft, Link. Für jemanden ohne Flügel war es ein wirklich fantastischer Flug. Okay, was kriege ich von dir? Geld. Juhu. Ja, komm, Fortgeschrittene, let's go. Ach, Gebühr. Aber komm, ja, was soll's. In der Hoffnung, dass es was Sinnvolles gibt. Fortgeschrittenen Training. 20 Rubine, let's go. Okay, was muss ich jetzt tun? Oh. Muss ich diesmal alle erwischen? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, und jetzt? Ah, hier sind noch mehr. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Ich hab nicht... Ich glaube, ich habe den Weg nicht richtig jetzt gesehen. Oh. Ich habe keine Ahnung, ob ich den Weg gerade richtig gehe, ne? Und jetzt? Hier sind noch zwei. Und jetzt? Nein! Wenn das der letzte gewesen wäre. Ich raste aus. Wenn das der letzte ist, ich raste aus. Nein! Okay, aber ich krieg mein Geld. Okay, sehr gut. Ich krieg mein Geld wieder. Let's go. Dann raste ich nicht aus. So. Sorry, wenn ich da ein bisschen leise bin, aber ich muss mich echt konzentrieren. Holy moly. Oh, hier ist auch... Oh, die habe ich... Wow. Die habe ich vorhin gar nicht gesehen, ne? Sechsundzwanzig. Wie viel will er denn, ist die Frage. Das ist ein neuer Rekord. Kannst du besser. Oh mein Gott, es reicht immer noch nicht. Oh mein Gott, es reicht nicht. Wie viel will er denn von mir? Hilfe. Wo sehe ich denn, wo die alle sind? Gehen wir jetzt halt mal da lang als erstes. Nein! Oh mein Gott, das war schlecht. Okay, hier kriege ich richtig viele.
hier auch. Okay, das wären jetzt ordentlich viele. Gibt's überhaupt mehr? Ist es jetzt okay? Neuer Rekord? Das war ein Fischingsmöbel. Okay. Ja. Nochmal Geld. Okay. Ja, wie? Ist es jetzt gut gewesen oder nicht? Ich glaube, es ist gut gewesen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, okay. Was wir jetzt mal eben machen, ist kochen. Wir müssen mal wieder kochen. Wir kochen im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und tschüss.